Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Undead und heute spielen wir die Demo von, ja, Kirby und das extra magische Garn. Und dann starten wir auch mal direkt hier. Verbleibende Demo, ja gut. Steht da auch eben dran hier, dass man hier maximal 20 Mal spielen kann, gell? Deswegen starten wir das einfach mal direkt, einfach nur so als, ja, ich glaube, das war jetzt mehr so eine Warnung in dem Sinne, dass man, ja, dass man, wenn man die 20 verbraucht hat, dass man es nicht mehr spielen kann. Ich muss mir echt mal abgewöhnen, also für die Leute, die meinen Kanal nicht kennen, ich versuche immer zu schnell zu reden und alles vorwegzunehmen. Oder nicht vorwegzunehmen, auf jeden Fall, das ist was Neues hier, dieser komische kleine Fledermaus-Gegner. Und was ich halt noch sagen möchte ist, ich habe davon mal die Wii-Version gespielt. Das ist ja ein Port der Wii-Version und das Extra ist halt, ja, passend zum Namen, dass es halt Neuerungen gibt. Vor allem sieht man ja, dass jetzt Kirby irgendwie eine komische neue Mütze auf hat. Und dann starten wir das Ganze einfach mal. Ich bin auch selbst mal gespannt, wie lang das geht und vor allem, was wir hier so gezeigt bekommen. Okay, sieht aus, als hätten wir hier zwei Level zur Auswahl. Okay, dann fangen wir einfach mal die Brunnengärten an. Das dürfte auch das erste Level sein, auch von der Wii-Version. Yep. Gucken wir mal. Brunnengärten spielen, normaler Modus, Teufelsmodus. Okay. Und beenden. Ich glaube, ich mache mal den Teufelsmodus. Einfach aus dem Grund, weil das, ich denke mal, das extra ist, also die Neuerung in dem Spiel hier. Und dann gucken wir einfach mal, was uns erwartet. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen Musik, bin ich gerade ganz ehrlich. Aber vielleicht kriegen wir die jetzt gleich zusammen. Na? Okay, Brunnengärten, ja. Erstmal gucken, was hier... Wie die Störung... Oh. Ich bin weg. Ich muss erstmal gucken, wie sich das nochmal ganz so steuert hier. Es spielt sich ein bisschen langsamer. Also ich glaube, das ist... weil, wie gesagt, ich bin hier die Wii-Version von damals gewohnt. Ich glaube, der ist... Ja, der ist irgendwie, glaube ich, so oft drauf, dass er halt einen die ganze Zeit angreifen möchte. Und das wohl die einzige Schwierigkeit ist dabei. Und diese Mütze hier, die ist... Selber bestimmt... okay. Ich bin gerade noch am gucken. Ich glaube irgendwie, die Mütze gibt mir die Möglichkeit anzugreifen, auch wenn ich keine Gegner habe. Das scheint nämlich so zu sein. Normalerweise muss man nämlich die Gegner... Ja... Kann ich ihn vielleicht direkt abwerfen, oben? Ach, das geht sogar. Ja, aber wenn man dann diese Mütze hat, dann kann man ihn doch immer angreifen, oder nicht? Irgendwie verstehe ich da gerade nicht so ganz, was daran jetzt die Neuerung sein soll, außer halt, dass er einem vielleicht mal so ein bisschen nervt. Aber man sieht hier übrigens, ja, ganz speziell. Na, ich würde gerne das... Na, also, ich bin ganz ehrlich, mich nervt das jetzt schon so ein bisschen mit dem... Mit der Fähigkeit hier. Blumensofa. Dieses schöne Sofa riecht immer nach einem frischen Strauß Blumen. Also die Neuerung ist halt wirklich diese Mütze hier. Aber solange wir die halt haben, können wir halt auch ihn immer wieder angreifen, oder nicht? Ja, und dann kriegen wir Perlen geschenkt. Okay. Das Spiel war ja so ein bisschen verpönt hier, weil das ja ein, wie soll man sagen, ein sehr leichtes Kirby-Spiel ist, weil man nicht sterben kann. Die einzige großartige Motivation wäre, sich nicht treffen zu lassen, dass man halt immer diese Perlen, die man oben sieht, einsammelt. Und ja, die sollte man natürlich auch komplett sammeln, wenn man auch Sachen freischalten will. Mal abgesehen davon, dass das hier jetzt eine Demo ist, gell? Irgendwie finde ich das gerade so ein bisschen zu leicht mit dem, dass man ständig ihn so abwerfen kann. Aber gut, kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen aufpassen sollen hier mit dem Voreiligen rausziehen. Aber man sieht ja auch schon die Grafik. Das Ganze halt wirklich so darauf aufgebaut, dass man, ja, das aussieht wie, als wäre es aus Garn. Und, ja, ihr merkt schon, ich bin viel zu hibbelig, was das hier angeht, weil ich halt das schon so mehr oder minder kenne. Man sieht ja durch, nur, ja, durch, wenn man Geschwindigkeit aufbauen will, mit zweimal nach links, zweimal nach rechts drücken, verwandelt sich Kirby eher in ein Auto. Wenn er nach unten stampft, dann verwandelt er sich in eher so eine, ja, so eine Stampfattacke in dem Sinne. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, ich finde es nicht unbedingt jetzt schwierig, wenn man diese Mütze hier auf hat, die ganze Zeit hier, ja, den Typen da abzuwerfen. Und da oben ist sogar noch eins. Wird auf jeden Fall eine... Okay, weil ich sie schon habe, geht's nicht nochmal. Ist halt echt so eine Gewohnheitssache, weil, ja, normalerweise, wenn Kirby zuschlägt, dann hält er halt, ja, dann greift er sich entweder Gegner oder tut halt...
irgendwas anderes ranziehen, aber wenn ich den ständig hier schlage und dabei ja so eine Kugel bekomme, dann ist es irgendwie sehr ungewohnt, bin ich ganz ehrlich. So, vor allem, weil man immer jedes Mal denkt, man möchte ja dann, wenn man nicht getroffen hat, dann erstmal wieder angreifen und dann schlägt er wieder zu. Also dann hat er wieder eine Kugel in der Hand. Es hat natürlich auch die Frage, ob man irgendwie die Kappe auch wieder verlieren kann. Bewusst verlieren kann, sage ich einfach mal. Aber ja, wie gesagt, also das ist irgendwie persönliche Neuerung, die mir nicht so gut gefällt. Einfach, wie gesagt, wenn man sie anders gewohnt ist. Wenn man nämlich irgendwas angreifen will, dann ja. Dann hat man natürlich immer so das Problem. Na, Achtung. Dass man halt eher was in der Hand hat und dann nochmal erstmal werfen muss, bevor man wieder danach greifen kann. So, lass mir hier noch ein bisschen den Baum schütteln hier. Gibt auch eine schöne Belohnung. Und ja, bisher sieht eigentlich das Level so gesehen eigentlich noch völlig normal aus. Sieht dann alle, die machen einem zum Glück nichts. Und selbst der Affe schmeißt lieber mit. Hat Kirby gerade ein Geräusch gemacht? Okay, also ich denke mal wirklich, dass diese Neuerung mit dem Fiesling hier, dass es wirklich nur dafür gedacht ist. Na. Dass man halt ja immer so ein bisschen genervt wird zwischendrin. Dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher ist, weil wie gesagt, der ist ja eigentlich nicht vorhanden. So. Weil selbst wenn ich. Okay, interessant, dass jetzt da hier. dass hier Prinz Plüsch da oben sitzt. Weil normalerweise ist der ja auch nicht da. Also Prinz Plüsch, für die Leute, die es nicht wissen, ist normalerweise die eigentliche Spielfigur gewesen von Kirby's Epic Yarn. Man hat am Ende halt ein Kirby-Spiel draus gemacht, aber ich bin gerade verwundert, dass er hier jetzt einfach mal da sitzt und mir einen. Ja, weg ist er, okay. Na, hau mal ab, du. Dass er da einfach sitzt und einem extra Perlen gibt. Na, lass mal los, Kirby. Ich lasse mich einfach mal treffen. Ich lasse mich jetzt einfach mal treffen, weil ich möchte nur wissen, ob man die Fähigkeit direkt verliert. Na komm, werf mal runter. Wir testen das Ganze hier. Es soll ja kein großartiges Let's Play sein. Oh, habe ich jetzt doch Leben hier? Ihr habt ja gerade gesehen, gell? Ich sehe es auch gerade unten. Unten werden mir halt die Schätze angezeigt. Und ich habe... Ja doch, das ist eine HP-Leiste. Okay. Gut. Dem seine... Kugel kann man leider nicht wegnehmen. Und man merkt schon, wenn man den Hut nicht auf hat, dann wird es doch schwierig. Okay, alles klar. Also man hat halt einen Schwierigkeitsgrad eingebaut mit ihm hier und gleichzeitig noch etwas Leichtes durch die neue Fähigkeit. Und man kann sogar diesmal drauf gehen, was ich übrigens sogar dann sehr gut finde. Einen Brunnen, perfekt geeignet für einen großen Raum, einen sehr großen Raum. So, dann gehen wir erstmal hier rein. Na. Es sucht einen, okay. Und das ist natürlich auch so das Schöne, dass man sozusagen im Hintergrund halt durchgeht und dann Kirby als, Verdickung sieht, dass man halt sieht, wo er dann gerade ist, gell? Komm ab, du Kollege. Da oben ist auch noch was. Und ja, der Unterschied ist halt hier wirklich, gerade weil hier Kirby ja so transparent ist, kann er nicht fliegen. Er kann halt nur so schweben. Na, da haben wir noch ein Geheimnis. Die Brunnengärten, die Musik, okay. Er kann halt so schweben, aber er kann halt nicht wirklich nach oben fliegen. Das ist halt so der etwas andere Schwierigkeitsgrad in dem Sinn, dass man halt nicht irgendwo unbedingt runterfällt. Wobei es mich natürlich auch interessieren würde jetzt, dadurch, dass wir halt jetzt dann hier bei dem 3DS-Teil hier Leben haben, ob das Ganze so aufgebaut ist, dass wenn man halt jetzt irgendwo in eine Schlucht fällt, dass man dann, ja, hier schön wieder mit dem Hintergrund... ob man dann halt wirklich direkt drauf geht oder ob man einfach wieder nur ein Leben verliert. Weil, wie gesagt, in erster Linie war es immer so, dass wenn man getroffen wird, verliert man ja Perlen. Also diese komischen bunten Kristalle, die man da einsammelt. Und die waren ja eigentlich eher dazu gedacht, dass man, dass man dann am Ende halt eine höhere Belohnung kriegt. Man kriegt ja viel reden, gell? Achtung. Man sieht ja übrigens, dass man halt oben... Bronze, Silber und dann Gold hat und dann geht es noch weiter, noch ganz nach rechts. Ah, das ist auch gut. Er sucht einen, wenn man im Hintergrund ist. Auch sehr schön.
Wo mag er denn jetzt sein? So, hier bin ich, Kollege. Achtung. Was auf jeden Fall eins gut ist, dass man hier von seiner Kugel nur getroffen werden kann, wenn sie auch Stacheln hat. Also wenn er sie gerade fallen lassen will. Und ja. Na, Achtung. Ansonsten muss ich sagen, das steuert sich relativ gut. Also hier schön mit dem Steuerkreuz spiele ich hier gemütlich. Hier kann man, glaube ich, nicht rein, gell? So, die beiden Waddelis mit ihrem Herzchen oben drüber, gell? Kann man natürlich jetzt angreifen, man kann sie aber auch sein lassen, gell? Na, ihr? So, und hier haben wir eine Fähigkeit, die wir auch schon vom, ja, von der Wii-Version kennen. Okay, gut. Also, wenn wir verwandelt sind, dann... Wobei... Ah, okay. Ah, gut, okay. Also, von der Wii-Version... Mal erwähnt, hier hatte man hier eine Wii-Steuerung gehabt, wo man halt die Wii-Mode bewegen musste. Und ich hatte jetzt leicht Angst, dass man vielleicht hier den 3DS bewegen muss. Aber das macht man mit dem Schiebepad oder halt mit dem Steuerkreuz, je nachdem, gell. So, man kann, glaube ich, auch fliegen, ja, genau. Aber halt nur eine kleine Stufe. Und in erster Linie muss man dazu sagen, das Spiel spielt sich eigentlich mehr, mal abgesehen von Story und Co., spielt sich halt mehr so ein, auch wieder so ein bisschen auf Highscore, weil man halt, man sieht es ja, ganz viele Perlen einsammelt. Und natürlich dann, ui, versucht nicht getroffen zu werden, weil man sieht ja, man verliert immer diese großen Sterne und dann verliert man auch jede Menge Perlen. Also diese Sternperlen in dem Sinne. Also am besten nicht treffen lassen. Wobei mich natürlich dann auch interessieren würde, ob es halt auch irgendwo einen, ja, wie soll man sagen, ein Items gibt, wo man sich heilen kann. Weil, wenn nicht, wäre es eigentlich nicht so schlimm, weil wie gesagt, Kirby Epic Yarn war ja nicht unbedingt als schweres Spiel gedacht. Wie gesagt, so eher ein super leichtes Spiel. Aber wenn man halt schon auf Leben geht, dann muss man sich auch irgendwie ein bisschen heilen können, gell, in dem Sinne. Und vor allem, wenn man dann drauf geht, hat man dann Checkpoints oder rennt man dann eher, ja, wieder ganz von vorne rum? Das ist natürlich auch eine Frage. Vor allem lustig, wie der gerade hier, ja, diese Rakete zusammen, ja, zusammen bastelt, gell. So. Ansonsten, wie gesagt, es spielt sich wirklich genauso wie die Wii-Version. Also wer die Wii-Version nicht gespielt hat, kann hier bei der 3DS-Version auch gut zuschlagen, sag ich mal. Und ich als Kirby-Fan werde mir es dann auch früher oder später kaufen, aber ich glaube, ich werde es nicht unbedingt zum Release kaufen, wie so oft. Weil wenn ich jetzt Kirby Epic Yarn spielen möchte, Kirby und das magische Garn, so rum, dann, ja, dann kann ich auch die Wii-Version spielen, die ich sowieso noch vorhabe auf meinem Kanal. So, und ja, über die ganzen Sachen, die wir eingesammelt haben. Wir haben, also in jeder Welt gibt es immer zwei Schätze, die man als Dekoration benutzen kann und einmal die Musik. Und diese anderen runden Felder, die wir eingesammelt haben, sind halt hier der Bonus am Ende. Dass man dann hier, wenn man halt diesen großen roten Stern kriegt, dass man dann hier möglichst viele Perlen bekommt. So. Timing weiß ich natürlich nicht mehr genau, aber es geht ja in erster Linie nur darum, einfach nur mal die Demo gespielt zu haben. Und es ist vor allem auch, wie gesagt, interessant, dass man halt diesen, ich sag mal, Hard-Modus mit eingebaut hat, dass halt immer dieser komische fliegende Gegner da dabei ist. So, und das ist unsere, das ist eine, ja, eine Badge gewesen. Und Gold. Und da sieht man auch immer so schön die Statistik, ob man alles hat, kriegt sogar einen extra Bonus. Und diese Perlen sind dann auch im Story-Modus dann am Ende dafür interessant. Ah, danke fürs Spielen. Okay, also es gibt zwei Level. Ich denke mal, ja, wir können ja, warte mal. Zum Titelbildschirm. Dann spielen wir nochmal das andere Level. Um vielleicht da vielleicht noch was anderes zu sehen. Na. Ich meine, wenn wir schon die Demo hier anfangen und zwei Level haben, dann machen wir das auch. Ist ja nur ein bisschen schade, dass gerade weil man die Demo nur 20 Mal spielen kann, kann man die hier nicht unbedingt jetzt ewig spielen, um halt seinen eigenen Highscore zumindest in der Demo aufzustellen. Gibt es ja auch ein paar Leute. Bei WarioWare Gold ist es zum Beispiel der Fall, da spielen Leute das auf Highscore. In die Regenbogenfälle. Ich glaube, wir machen auch den Teufelsmodus einfach nur, ja, als Extra in dem Sinne. Weil das ist ja gerade das, ja, das, wie gesagt, das Extra, was halt die Demo hier bringt. Oder was das ganze Spiel hier am Ende bringen wird. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die man ja in der, ja, die man ja gezeigt bekommen hat, als man, ja, das Spiel angekündigt wurde. Dass, Achtung, nicht ins Wasser fallen. Oh, und der Ball, die hatte auch wieder was anderes. Oh. Diesmal ist er Rakete oder was? Na? Oh, okay, ich muss natürlich erstmal gucken, wie schnell er ist, gell? Ich dachte nämlich erst, er fliegt sofort los, aber scheinbar nicht. Okay, ich bin jetzt irgendwie Bauarbeiter. Keine Ahnung.
Oh. Okay, Bomben-Kirby oder was, ne? Okay. Aber merkt schon hier, dass, wenn der Typ dann auch noch verschiedene Attacken drauf hat, dann verändert sich ja das Ganze ja nochmal extra, gell? So, hier ein bisschen beeilen. Das macht hier so dann die Puzzle-Angelegenheit aus, dass man ohne den Block hier nicht hochkommen würde. Regenbogen. Wer diese Skulptur in der Wohnung hat, sieht immer einen Regenbogen. Macht Sinn, würde ich mal sagen. Ist aber auch ganz ehrlich gesagt ein bisschen interessant. Gerade weil man kennt ja Kirby normalerweise, dass er halt darauf aufgebaut ist, dass er Fähigkeiten hat. Und den bei Kirby Epic Yarn hat er das gar nicht. Der hat halt wirklich immer nur seinen Fun, wo er halt schlägt. Und hier hat man das auch noch schön mit eingebaut, dass man halt dann trotzdem noch Fähigkeiten dabei hat. Macht das Spiel am Ende vielleicht wieder ein bisschen einfacher, aber dadurch, dass man halt ja jetzt endlich, glaube ich, ja, sterben kann. Achtung. Einfach mal den Mund zugeknippelt. Dass man natürlich. Achtung. Dass man dann auch wieder failen kann. Und das ist dann wieder so der kleine Vorteil in dem Sinne. So, da können wir auch nochmal die Fähigkeit holen, gell? Ich werde hier vermutlich auch kein Gold zusammenkriegen, weil dafür habe ich zu viele Perlen schon verloren. Aber das macht ja dann halt auch die Herausforderung aus, wenn man dann halt auf Gold spielen will. Speziell, wenn es dann auch darum geht, dass man, Achtung, da ist der Typ wieder links. dass man, ja, dass halt Spieler, die halt ein bisschen Herausforderung suchen, auch noch was geboten bekommen, außer halt nur das Spiel an sich zu spielen, gell? Okay, Kirby freut sich immer irgendwie zwischendurch, wenn er, ja, aus irgendeinem Grund halt. Ah nee, ist es vielleicht hier Prinz Plüsch, der das Geräusch macht, bewegen hier, dass, das ist die Heilung. Ah so, okay. Jetzt verstehe ich es, okay. Wenn man ihn erreicht, ohne dass man getroffen wird, dann, Achtung. Dann kriegt man natürlich die Bonusperlen, aber wenn man halt Schaden bekommen hat, dann ist der die Heilung. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch gelernt. Achtung. So, na du, erstmal wieder den Mund zuknebeln hier. No. Ich wollte eigentlich. Oh. Okay, ich merke, normale Würfe machen ihn gar nichts aus. Nur die Rakete, nur die Bombe, okay. Nicht wieder runterfallen? Uiui. Kirby rutscht ein bisschen. Also, aber ist klar, wenn man halt hier durch die Gegend rennt. So, hier haben wir auch noch ein Versteck. So, ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, es spielt sich alles wunderbar. Mit dieser Teichlandschaft holst du dir ein bisschen Garten nach drinnen. Ja, solange es nicht nass wird, ist alles okay. Kennt man immer so ein bisschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Neuerungen gefallen mir. Bin ich ganz ehrlich. Hätten wir die damals schon gehabt, wäre es natürlich noch toller gewesen, aber gut. So, dann haben wir hier ein bisschen Surfer-Kirby. Kommt mir zwar ein bisschen arg langsam vor, aber okay. Muss mal B drücken, um halt. Ja, der. Ich komme mir langsam vor, sondern. Ja. Das ist wegen dem Wasser, war ich so langsam in dem Sinne, gell? Weil ich kann nicht nach vorne drücken. Was es sich einer fragt. Kirby hat nur diese eine Geschwindigkeit drauf. Yay! Wenn man halt im richtigen Moment halt die Drehung macht, dann springt man sozusagen von dem Gegner ab und kriegt dann natürlich noch die restlichen Sachen eingesammelt. So. Alles klar. Aber man ist halt auch irgendwo, ja, gewohnt, wenn man halt solche Kirby-Spiele spielt, dass man halt, dass man halt im Timing spielen kann. Und wie gesagt, das spielt sich hier gerade ein bisschen gefühlt langsamer. Deswegen kann man auch eher reagieren, würde ich mal sagen. So, und ist auch eingesammelt. Also ich denke mal, somit hätten wir dann in dem Sinne die Demo durchgespielt, gell? So, noch einmal hier die Rakete. Ich guck mal, was passiert, wenn ich es ganz oben hole. Na, reicht es noch? Nee, aber nicht so schlimm. Und gibt natürlich noch immer extra Bonus am Ende, wenn man halt noch nicht ganz Gold erreicht hat. Ja, und ich würde mal sagen, das war eigentlich an sich eine gute Möglichkeit, um zu sehen, was die Demo bietet. Würde ich mal sagen. Wir haben auch wieder schön Gold erreicht. Wie gesagt, der Anfang ist nicht unbedingt wirklich schwierig. Das wird dann später interessant.
Vor allem frage ich mich natürlich auch, ob das Spiel dann später vielleicht irgendwie noch extra Level haben wird. Oder ob es halt nur die Boni sind halt mit Meta Knight und König DDD. Gibt es noch schon extra Modis, die man gesehen hat, die man hier leider in der Demo jetzt nicht hier spielen kann. Aber ich denke mal, für einen Port... Okay, was hast du denn jetzt auf dem Kopf? Immer andere Mützen drauf. Okay, alles klar. Das ist halt... War noch eine gute Möglichkeit, mal sich die Demo hier anzuschauen. Ihr könnt euch die Demo auf jeden Fall im eShop runterladen. Ich denke mal, die meisten Leute, die einen 3DS haben, haben es auch eingestellt, dass sie automatisch davon Informationen bekommen, wenn das halt passiert. Dass halt benachrichtigt werden, dass sie es runterladen können. Und ihr könnt mir dann auf jeden Fall auch mal schreiben, was ihr von der Demo hier haltet. Also vielleicht habt ihr auch damals die Wii-Version gespielt und habt jetzt auch einen guten Vergleich dabei. Und irgendwie ist die Musik weg, gell? keine Ahnung, wenn man mal startet. Vielleicht haben wir dann wieder Musik. Nee, gar nicht. Also irgendwie fehlt da komplett die Musik. passt aber gut. Ja, jetzt ist die Musik wieder da. Okay. Kirby hat noch eine Mütze auf. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr von der Demo haltet, was ihr von der Wii-Version haltet, wenn ihr sie damals gespielt habt, ob ihr die Neuerungen gut findet oder ob ihr euch denkt, ja gut, muss es nicht unbedingt sein, aber ja, ich bin vor allem ja froh, dass halt immer mal wieder Kirby-Spiele dazukommen, auch wenn das hier ja jetzt mehr ein Port ist, aber ist auf jeden Fall auch wieder ein Titel, den ich mir dann früher oder später dann auch mal in die Sammlung holen werde, ja. Dann hoffe ich, hat die Demo hier gefallen. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung hier gefallen, wie ich hier gespielt habe. Ich wollte eigentlich noch mehr erzählen, aber dann habe ich mich doch mehr darauf konzentriert, was passiert hier, wie so oft, gell? Und ja, dann könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby-Spielen sehen wollt. Die kommen dann auch mal nach und nach wieder bei mir. Oder ihr guckt euch einfach die Kirby-Let's Plays an, die ich schon gespielt habe. Und okay, es tut einfach nur resetten. Und dann, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.